Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich habe bis eben gerade Selbstgespräche mit mir geführt. Und zwar, ja, dachte ich, ich hätte auf Aufnahme gedrückt, aber habe ich dann wohl doch nicht. Ich habe jetzt 5 Minuten mit mir selbst geredet. Ihr habt aber nichts Tolles verpasst. Wir waren nämlich bei der Disse, quasi, wo immer die war. Oh, Fragezeichen, da könnte was sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Disco war. Es sind auf jeden Fall ein paar Meter gewesen. Bin hierher gegangen und habe natürlich die Militech-Agentin angerufen. Die hat natürlich erstmal gesagt, wo hast du meine Nummer her? Soll ich dich töten, du Arsch? Im Endeffekt haben wir uns dann doch geeinigt, dass ich da mich mit ihr treffe. Und ja, wir sind schon da. Wir sind zwar hierher gelaufen, ist nichts passiert. Ich habe zwar mit mir selber über ein, zwei Sachen gesprochen, aber ich kann sie ja nochmal ansprechen. Aber ansonsten habt ihr wirklich nichts verpasst. Achtung, Leute. Sonst hätte ich einfach nochmal geladen. Da ist auch die hübsche. Fahrzeug sieht nett aus. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Ja, wer denn sonst? Kann ich nicht antworten? Achso, Hände schütteln. Wollte ich gar nicht. Wo ist meine Auswahl? Auswahl. Du Wichser, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Okay. Hast du noch was zu sagen? Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Der hackt sich bei mir rein, der Arsch. Verfickte Teil, fertig! Fertig! Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ja, weiß nicht. Mach's Maul auf! Hab Schutzengel mit 50er Kaliber Gewehren direkt zwischen deine Augen gerichtet. Wenn du mich nicht gehen lässt, können deine Handlanger dich zusammenflicken. Er lügt. Noch so ein Versuch und es sind 2 Millionen Volt, klar? Geht nachsehen, sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Wer war das? Gilchrist sagt mir nichts. Ist das der elende Dreckshaufen da? Ist wahr, kenn sich nicht. Allerdings habe ich früher selbst Konvois überfallen. Kenne die üblichen Verdächtigen. Kann dir sicher helfen, den Informanten zu finden. Aber mein jetziges Wissen wird dir in der Hinsicht nicht viel bringen. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Den könnt ihr loslassen. Will wissen, was er zu sagen hat. Ich mag's nicht, wenn man seine fremden Stöpsel bei mir reinpackt. Der hat sich noch nicht mal hier, ne, desinfiziert oder so. Du willst Infos? Ich will ein Bot. Wär's mit dem Deal? Nee. Wird's bald. Na komm, nimm mal den Nomad-Weg hier. Ich könnte dir mit den Sicherheitslücken deiner Konvois helfen, damit so ein Fiasko nicht nochmal passiert. Kein Interesse. Also, was willst du? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich brauche ein Bot. Ein Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut. Gewalt. Zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Oh. Behalte das Geld und töte die alle. Niemals kommt nicht drauf. Klingt zumutbar. Bin dabei. Muss ich den jetzt da? Verschlüsselte Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschluss und verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen und später in den Tab in deinem Journal im Hauptmenü auswählen.
Wähle dann Sicherheitshack. Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse ranzukommen. Ich hab schon wieder vergessen, wie das war. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch wieder ein, zwei Tage nicht gespielt, ne? Real Life, ey. Jetzt mal dazwischen. Oh, oh. Real Life hat bewegt. Noch weiter. Ja, dann weiter. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Wenn ich dich ficke, dann merkst du auch, dass ich dich ficke. Du hast einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Bitte warte. Und sie wird nicht mit runterhalten. Ich hätte auch mal einen Golf GTI wieder gern vom Anfang. Oh, hier ist ein neues Fahrzeug. Kommt das denn hierher? Ich hab's hier nicht geparkt. Magic. Das ist Zukunft. Okay, fahren wir mit zu Jackie. Er hat uns auch schon angezwitschert per SMS, dass wir uns nochmal bei ihm melden sollen. Aber ich habe ihm geschrieben, du, weil ich mich jetzt mit der treffen wollte, habe ich nicht gesagt, dass ich. Also ich habe einfach gesagt, ich melde mich später, weil solche Sachen gibt man auch heutzutage nicht per SMS wahr. Also ich würde nicht irgendwelche wichtigen Infos. Klingt jetzt verschwörerisch, aber. Nee, sowas. So eine Kommunikation findet bei mir auch gar nicht statt. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendeine Bank zu überfallen oder mit irgendeinem Auto in die in eine Masse von Menschen zu fahren, was man überhaupt nicht machen sollte. Nur Arschlöcher machen sowas. Naja. Aber generell würde man so eine Kommunikation, würde ich nicht raten, über ja, SMS oder so zu übersenden. Also es kann die Polizei nicht gleich verhindern, aber kann es auf jeden Fall dann später mitschneiden. Oder ja, nicht mitschneiden, aber nachgehen. Aber naja. Und da? Da, das hatten wir doch vorhin auf der Karte. Ja, Karte, genau. Ist das Überfall im Gange? Das heißt, ich kann jetzt hier aussteigen und eine gute Tat vollbringen. Gauner? Das? Müllcontainer? Wird überfallen? Zivilist. Wir machen es jetzt einmal aus Übungszwecken. Ich habe nämlich schon lange nicht mehr interagiert. Ups, das war heil. Das war ganz schlecht. Dann nochmal du. Verdammte Kacke. Gern versuchen. Ich würde gern versuchen, Scheiße zu bauen. Wo ist denn der große Kiste? Was? Ah. Scheiße. So ein Übungskampf war jetzt gar nicht verkehrt. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, wie ich ducke. Man konnte doch irgendwie auch. Ey, konnte man nicht per Knopfdruck sich auch hinter Gelände verstecken? Oder bin ich jetzt gerade noch bei Mafia? Das geht.
bringen. Deckung. Ach so. Oh, war mein Auto. Okay. Könnte man zur Ablenkung vielleicht benutzen. Ich bin gerade echt. Nee, es ging. Es ging doch. Entschuldigung, es verwirrt mich gerade ein bisschen. Nicht Fahrzeug, Kampf. Wendens. Da habe ich jetzt überlesen, vielleicht. Ich spiele nebenbei noch Mafia, das ist ja der Fehler an der Sache, glaube ich. Warum konnte ich mein. Ah, das Gewehr wollte ich doch haben. Okay, war eine schlechte Idee. Arigato. Was ist das denn da? Ja, man sollte sich vorher mal ein bisschen die Gegend angucken. Polizei auf Kreuz. Bisschen gelevelt. Upsi, schupsi. Ah, nein, das ist die falsche Taste. Oh, scheiße. Oh, ich hab doch vorhin. Das ist Windows. Oh, es ist peinlich gerade. Entschuldigung. Die Alt-Taste, Junge. Boah, Junge, ich spiele häufiger. So, Tech-Waffen ermöglichen es dir, durchschlagskräftige Schüsse aufzuladen. Hm? Damit wir Leute hinter Deckung auch wegnieten können. Oh, der hat einen schönen Helm. Nehmen wir erstmal mit. Zwar irgendwie ein bisschen Panne aus, aber. Fächer, Handfächer. Stylisch. Tolle Sachen hier in der Kiste. Also ich meine, ich bin gerade so schlecht, da lohnt sich ja alles mitzunehmen und erstmal alles zu üben irgendwie. Und ist auch praktisch, dass es so für. Was denn seltene Item-Komponenten? Nimm alles. Euer Splitter.
100 Gasflaschen mit Stickstoffmonoxid für Lagerhaus, aber Vorsicht, erhöhtes Brandrisiko wegen Verschleiß. Okay. Auch noch was? 1 Euro Dollar. Yeah, ach nee, 11. Das ist ja ein süßes Ding. Aktiviertes Gespräch. Kochchi oder so. Leute, hört mal her. Die halbe Stadt fährt gerade auf Glitter ab. Und uns gehen die Materialien aus. Wir brauchen Nachschub. Sofort, fangt mit den Chemikalienlagern an. Gibt ja genug von denen in der Stadt. Am besten zuerst die schlecht bewachten. Vor allem in Kabuki. Am dringendsten brauchen wir... ja, genau, das war das erste, war ja genau das, wo er meinte, davon haben wir ja 100 Flaschen im Lagerhaus. Es gibt uns ja schon quasi Spuren, wo wir als nächstes zuschlagen können, um diese Bande weiter den Chaos zu machen. Ich meine, die Cops zahlen ja dafür. Volle Torenschuhe nehmen wir mal mit. Nochmal die Knifte, aber die Knifte können wir ja auch. Nee, ich will nicht die Leiche. Hier, geh weg. Eklig. Knifte vielleicht aufsammeln, damit wir die verkaufen können. Panzerung. Schon wieder. Knifte in der Hand oder was? Aber ich habe die Knifte nicht. Wir haben ja keine Granaten mehr. Jedes Spiel macht das meistens hier mit... Ah, müsste ich vielleicht nochmal um... Ja, er hat mich automatisch nämlich eine Pistole weggenommen. Ist okay. Er hatte zwar mehr Bums, aber... War jetzt nicht so happy. Gut, dann fahren wir mal zu Jackie. Hauen uns mal so eine Spritze rein. Der Weg sagt hier durch. Wir glitschen da schon irgendwie durch. Mit mehr Schwung wäre es bestimmt aufgegangen. Ne, was ich da vorhin noch erzählt habe, war, dass mir das ja aufgefallen ist, und ich habe es jetzt auch mal mitgekriegt mit den Konsolen, wie schlecht das da gelaufen ist. Und da bin ich auch von dieser Firma, die quasi Witcher erstellt hat, Besseres gewöhnt. Und, aber was ich sagen dazu noch wollte, war, ist, also erstens, ja klar, ein bisschen enttäuscht. Ich weiß, die nehmen jetzt auch die Spiele selber wieder zurück. Das ist ja zumindest ganz nett. Würden andere Spielehersteller nicht machen. Trotzdem ist der Shitstorm jetzt da. Und ja, keine Ahnung, wie sie das wieder hinkriegen wollen. Also so wie ich es gelesen habe, war es ja klar, dass bei Release für die PlayStation 4 es einfach scheiße ist. Und nicht flüssig läuft. Da hätte man gleich als Firma sagen müssen, hey, wir verschieben es oder wir lassen es gleich für die PlayStation 4. Egal, was ich noch dazu sagen wollte, war, dass ich das auch noch von alten Spielen, also von alten Konsolenwechsel her kannte. Von der 1er auf 2, von der 2er auf 3 gab es auch immer Spiele, die noch auf beiden Konsolen dann quasi noch rauskamen, auf die neue und die alte. Und die alten hatten immer das Problem. Aber, naja. Hoffe nur... jeden PS4-Spieler, dass es halt trotzdem zu seinem Glück noch kommt, bitte. So,
Junge, was los? Vaya por fin. Lass hören, was du rausgeholt hast. Ja. Ist das eine Arch? Verdammt, eine echte Schönheit. War ein echtes Schnäppchen. Hab die Kohle vom Dorset-Shop benutzt. Und das hat für diese Bestie gereicht? Selbst für eine gebrauchte? Naja, hab einen Kredit aufgenommen. Nur muy pequeñito. Ist es aber echt wert. Sieht gut aus, ja. Ach, da erfülle ich leider nicht alles. Du wirst es im Auspuff austauschen. So. Hallo? Wartest du schon lange? Meine Madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Es wäre schief gegangen, oder? Hätten wir Dex verarscht. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir zahlen. Dauert das lange? Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Ja. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Wenn nicht, töten wir sie alle. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Genau, Motherfucker. Klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Hat er eine... Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Warum rennst du durch mein Auto? Diese Gangs sind doch alle gleich. No, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Solange sie uns nicht assimilieren, ist mir alles gut. Na los, kündige unseren Besuch an. Ja, will ich. Ja, warte mal. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Selbstschussanlagen. Wie gemütlich. Ich wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Ja. Müssen wir den ganzen Müll wegnehmen? Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. 1000 Schläge pro Sekunde. Ich konnte meine Augen nicht trauen. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass Jessica sie gegen... was sie gegen beschädigte Hiroshis ausgetauscht hatte, während ich schlief. Aber nein, so etwas würde sie nie tun. Ich blinzelte. Keine Veränderung. Da waren sie, direkt vor mir. Die offenen Klappen von Jasons Romschädel. Ich sah das elektronische Gehirn, das noch bis eben von perfekt imitierter Zinthaut bedeckt gewesen war. Der Sohn des CEOs von Future Tech, der Mann meiner Träume, Jason, war ein Android. Scheiße. Oh. Das ist durchaus scheiße. Hat aber vielleicht einen Vorteil. Wenn du weißt, wo der Ausknopf ist, ist manchmal nicht verkehrt. Ich saß da, blickte dümmlich vor mich hin und Jason starrte zurück. Konnte nicht anders. Fragte mich, seine schönen blauen Augen waren, mit denen er mir den Kopf verdreht. Waren sie nichts als Imitate, streut von irgendeinem Emo-Algorithmus? Hatte es hinter ihnen nie echte Gefühle?
Nicht ein einziges Mal. Alex. Es ist nicht, wie du denkst, rief er flehentlich, mit seinen seltsamen, echten, klingenden, panischen Unterton. Ich wollte ihm glauben, wirklich. Ich sehe jedenfalls, dass es nicht so als verbindet. Ich und mein ewiges. Der erste, letzte Kerl, mich komplett verfalle. Als verdammtes Motherboard of Bein. Nein, da liegst du falsch, begann Jason und unterbrach sich. Er lächelte verlegen. Moment, hast du komplett verfallen gesagt? Mein Cardio. Was? Kardioplantat schlug immer schneller. Ich errötete. Hatte ich Enthielt dieser Körper aus Bolzen, Drähten und Plastik womöglich noch Überbleibsel des echten Jason Cardalis? Wenn sein Vater in der Lage gewesen war, ein synthetisches Herz für mich zu entwickeln, vielleicht hatte er es auch zu hören. Gehirn seines Sohnes geschafft. Die Frage war nur, warum? Boah. Wenn es von außen echt aussieht, könnte man doch mit leben. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Militech, keine Frage. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verchromt. Das kann ja heiter werden. Oh, T-Shirt. Aus wie fünfmal getragen. Und wir nehmen's mit. Jahre Cyberwar. Cyberware. Nimm erstmal alles mit. Also der wartet jetzt extra auf mich. Kommst du auch mal? Das Minas, Chico. Mitten in der Stadt? Glauben diese Psychos, wir sind hier im Krieg? An die Personenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Noch mehr Laserminen. Und noch mehr Ex-Geschichten, aber. Auf geht's. Ich pack aber meine Waffe mal weg. Für so ein Treffen ist es eigentlich nicht geeignet. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Wenn was schief läuft, töte ich die alle. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Sind ein paar Leute. Kann ich schon wieder. Doch, das kann ich wieder mitnehmen, okay. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Das sieht cool aus. Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig.
Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dumdum. Auf Sofa, setzen. Dumdum. Das geht doch schon schief. Hat dir jemand schon mal gesagt, du siehst echt scheiße aus? Nur mal so nebenbei. Bist du taub, verdammt? Ja. Ich bin sowas von taub. Gilt auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verficktes Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Nee. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Was kann die? Es Kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Ja klar, damit du mich ausrauben kannst, ne? Ach komm, wir leben nur einmal. Hau rein, die Scheiße. Besser? Jetzt können wir reden. Okay. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Kann man gebrauchen. Aha. Schade, da müssen wir aber echt was hier lernen, ne? Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Hab dich was Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt anbieten. Rabatt? Fickt euch. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Also ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Kurzschluss oder was? Hey. Kommt her, ihr Wichser! War ja eh mein Plan. Nein!
Und... ach, schade. Lass ihn in... da! Sind abgeschnitten. Schnapp dir den Bot und den Kontrollspiel. Schnapp mir noch mehr. Ich will schon einen Weg hier rausfinden. Ich sammle erstmal alles auf, was hier ist. Warte mal. Upgraden von ikonischen Items. Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten, zusammen mit einem Einsatz von Schemata. Mit diesen kannst du hochwertige Versionen. Ja, okay. Mal bessere Waffen herstellen. Ich nehme erstmal alles hier. Es läuft nämlich alles nach Plan. So wie es klingt. Dann können wir nämlich das Geld von Militech behalten und haben noch jede Menge tolles Zeug hier. Hier ist noch ein Raum, ne? Da ist ein Gegenstand hinter. Aber wahrscheinlich. Oh. Alles mitnehmen, alles. Es wird hier voll eingekauft. Kann ich es nehmen? Regelbuch. Cyberpunk 2020. Das ist ja geil. Ach, das ist, ich dachte, das wäre jetzt echt geil gewesen. Es spielt keine Rolle, wie gut man etwas macht. Man muss sich nur gut präsentieren. Wenn du etwas vermasselst, lass es eben aussehen, als wäre es so geplant gewesen. Kleidung und Aussehen spielen in Adventures normalerweise keine Rolle, aber in dieser Welt bringen dich deine gepanzerte Lederjacke und Spiegelsonnenbrille weiter. Weißt du, dass du gefährlich bist? Bist du es auch. Hältst du dich für einen Schwächling? Bist du einer. Betritt den Raum, als ob er dir gehört. Fahr nie langsam, wenn du rasen kannst. Stürz dich kopfüber in die Gefahr. Spiel nie auf Sicherheit. Führe dein Leben aufs Messerschneide. Cyberpunk 2020 Regelbuch. Ist das ein Auszug aus dem Regelbuch von der Cyberpunk 2020? Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist aber ein Rollenspiel quasi. Pen and Paper gewesen. Ich glaube, das wissen auch mittlerweile alle. Munition. Nimm einfach alles mit. Nehmen. Hier kommen wir nie wieder her. Das ist noch was ganz Tolles. Oh. Smart-Waffen erfordern einen Smart-Link, um das volle Potenzial ihrer Zielsysteme freizuschalten. Statte dem Ripper-Doc deines Vertrauens einen Besuch ab. Mhm. Das heißt, wir koppeln uns mit der Waffe. Zusammen um super Porno halt. Keine Ahnung. Noch was? Ballfood. Zukunft vom Fleisch. Da habe ich jetzt keine Lust zu, weil ich will Zukunft von Action haben. Ich bin jetzt hier raus und ich muss noch die Waffe nehmen. Wieder meine Waffe gewechselt, ohne dass ich sie wechseln wollte. Hab alles. Bord und Steuerung. Dann lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Sagst es? Jetzt lass uns hier verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Durchquere den Wartungstunnel. Die werden uns erstmal nicht mehr mögen, aber. Ja, egal. Kann ich so leicht entkommen, oder? Was? Ulefeo, das Fleisch? Da, schmeckt es nicht. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg? Nochmal dasselbe. Munition. Ja, wo geht's denn lang? Was Tolles, lokales Netzwerk. Remote übernehmen. Klingt doch toll. Ich will nur kurz gucken, ob da noch irgendwelche Feinde auf uns zukommen könnten. Kann ich denn das, achso. Auch.
mal kurz scannen, aber es waren noch nicht alle, oder? Hier ja auch keine Leute. Hier auf den Sack, Alter. Mach ich das? Gut, dann haben wir mal kurz wieder Hacken geübt. Ich wollte eigentlich das Ding ausfallen lassen. Ja, komme ich jetzt hier wieder raus? Verlassen Ziel. Wir haben schon alle gekillt. Hab ich hier was mit? Achso, ja, klar. Aha. Aha. Los! Ist ja überall was zum Sammeln, ist ja richtig schlimm. Was ist denn gerade? Komm ich da durch oder nicht? Ich arbeite mich nur von Objekt zu Objekt, was man so einsammeln kann. Oh, was ist das denn Schönes da? Überwachungskamera. Da hacken wir uns doch mal rein. Ups. Da ist noch einer. War doch einer unten, oder? Wir könnten ihn auch vielleicht. Na gut, da. In Ablenkungsmanöver starten. Mal gucken, ob er rauskommt. Dann können wir nämlich. Ladies and Gentlemen, Jackie Wells! Hey! Alter, feindlicher Netrunner. Ja, ich merk's. Überhitzen, was macht denn der Typ, Alter? Na durch hier. Ich brauch Deckung, ich brauch Deckung. Mist, das war nicht weit genug. Keine Munition mehr. Oh, scheiße. Nix los, los, los. Ich brauche erstmal Munition. Sonst hat das hier keinen Sinn. Oh. Ich dachte, er war tot. Überhitzt mich da andauernd. Achtung, die sehen uns sonst. Der ist doch eh Alarm ausgelöst. Der braucht mich doch nicht sehen. Ich weiß, dass ich da bin, der Junge. Wir packen
Ja, ich weiß, dass die mich sehen können. Die wissen doch schon, dass wir da sind. So, jetzt kein Geheimnis mehr, Junge. Verdammt! Wo? Schieß mich! Sieht erstmal gut aus, ja. Ein Zünder. Der Zünder ist scharf. Rein. Keine Ahnung, geht's. Weil er einfach mal. Zerlege die Falle. Obst, das war optional. Das sieht auch gut aus. Will ein Zeug haben, Junge. Hier geht nicht irgendwie. Schnell verstecken! Ja, die Kamera. Gott, verdammt! Schon gesehen? Scheiße, ich bin jetzt hier raus. Gott verdammt! Achso, das ist mein Kollege. Verriegelung ist irgendwo. Deaktivieren wir noch mal. So, ich hoffe, wir können das Geld behalten. Das wäre auch ist eine hübsche Summe. Die macht man sich doch mal gerne mal Feinde. Hier liegt überall Zeug. Bleib in Wie. Der Feind schläft nicht. Nee, ich auch nicht. Munition, da, das wollten wir. Gott verdammt! Die hacken uns da mal rein, ich kenne ihn. Scheiße. Bueno, qué chingados estás esperando? Fuck. Weil er echt geduckt geblieben ist oder so, ne? Scheiße. Ja, die sehen uns doch jetzt schon, das ist auch egal. Kann ich schießen? Ja, auch nicht.
Grenade nicht vergessen. Und Weglauf nicht vergessen. Dann hauen wir uns nochmal so ein bisschen Energy rein. Keine Knifte! Ah, keine Molly! Keine Moon, meine ich! Molly habe ich auch nicht! Granate! Ich mach den Lutscher alle! Ey, keiner nennt mich Lutscher, du Lutscher! Du kleiner Haribo-Wichser! Das hört sich nach einer Antwort an. Naja, ich suche Munition. Oh, hier ist wieder irgendwie. Ich hab Punkte gekriegt. Ja, lass mich doch erstmal looten hier. Wir müssen einfach mal warten. In echt wäre das doch auch so, oder? Sieht's aus. Dreckige Penner. Ist hier noch was? Oh ne. Jetzt haben wir die Nachricht schon dreimal gefunden. Jetzt wollte ich sie lesen, zwischen mir weg. All Foods, die Zukunft von Fleisch, All Foods. Produkte sind nicht nur gesund und nahrhaft, sie sind unsere Zukunft. Schon bald bringt All Foods eine neue Produktreihe auf den Markt, die die ideale Ergänzung zu Itzy Beef sein wird. Die neuen Fleischprodukte basieren auf Blattwurmkultur, die nachgewiesenermaßen den Stoffwechsel ankurbeln, Gewichtszunahme entgegenwirken und den Verdauungstrakt entgiften. Wir glauben fest daran, dass die Plattform-Initiative All Foods nächste erfolgreiche Generation Fleischprodukte einläuten wird. Ja, klingt ja lecker. Warum nicht? So. Nee, ich wollte die andere Knöpfe nicht mehr. Hier kommen schnelle Kugeln raus und hier kommen gute Kugeln raus. Mit mehr Wumms, hoffe ich mal. Lenkungsmanöver. Was ist das, ein Terminal? Ja. Er sagt mir Gott verdammt immer. Buddhismus.
Und Cyberware, andere Sichtweise, okay. Interessant, aber nicht jetzt. Im Gefecht habe ich jetzt nicht so bewusst gewesen. Ich weiß es! Hey, Kamera! So, jetzt nehmen wir nochmal die Steuerung. So, dann scannen wir mal hier. Haben wir irgendwas Tolles, was wir quasi... Fanatik? Zwei Leute? Und wo kommen wir? Glasrohr. Den Fanatiker können wir nicht mehr hacken. Aber wir können ja vielleicht ein Ablenkungsmanöver mal machen. Irgendwas. Genau. Komm schon raus, du feige Ratte! Scheiße. Da bin ich schon wieder gehackt, diese Drecksau. Ich muss doch mal irgendwas... Weiß, dass sie mich sehen können. Wenn du es noch 20 Mal sagst, wird es nicht besser werden. Jetzt haben wir eine Remote. Ach, scheiß Kamera. Haltet ihn fern! Wer hackte mich hier die ganze Zeit? Na, weil sie mich gesehen haben, bin ich schon wieder gehackt. Ja? Ein bisschen nervig. Aber gehört zum Spiel. Auf jeden Fall, die Mucke geht immer zur Action. Konzentration! Das kann nicht angehen. Wir brauchen Munition. Ja, ich auch. Wie gehe ich denn so einmal so langsam hier? Na komm, nimm das andere Gewehr. Komm dich jetzt.
wir. Hier haben wir auch. Das waren wohl alle. Wieso kann ich jetzt nicht mehr so schnell gehen? Hier ist alles explodiert. Nee, da ist was nicht. Wie habe ich denn das jetzt eingeschaltet, dass ich so langsam gehe? Das ist ja abgrundtief nervig. Lötkolben. Ach, ich bin überladen. Fuck you. Das ist das Problem. Ja, wir können ja vielleicht was anziehen, dann wird es vielleicht besser. Panzerung. Alte Lederjacke. Aus wie bei Terminator 1. Die eigentlich auch. Egal, wir nehmen die. Können auch eine Gasmaske tragen. Einfach nur, weil die geil aussehen. Super. Ihr seht so scheiße aus. Nee, jetzt hat es aber ein Gewicht nichts getan. So, was können wir, was haben wir denn noch? Rucksack. Nahkampfwaffen haben. Können wir nicht, wir haben doch bestimmt hier einige Handfeuerwaffen fünfmal, oder? Wie auch die Sturmgewehre. Können wir die fallen lassen? Item zerlegen. Zerlegen. Feuerwaffe machen. Auch. Und. Rest lassen wir erstmal so. 10 Kilo, so viel in sind. Noch unsere alte Knifte? Frage ich die gerade nicht. So. Munition ist auf jeden Fall wieder ein Problem. Da ist es wieder. Neue Knifte. Danach sollte ich aber erstmal wirklich offscreen oder. Ja, ich glaube, das kann ich offscreen machen, aussortieren. Ich glaube, es ist ja eh nicht so. So, wenn wir wegkommen. Nein, schläft nicht. Ich auch nicht. Runter. Okay. Einer auf und ein Ablenkungsmanöver wäre jetzt ganz toll. Ich würde es hier lieben, gern so. Jetzt schön vorsichtig. Ja, ich bin immer vorsichtig. MP-Granate. Dreh dich um und dann kann ich die von hinten töten. Schnell verstecken!
noch nicht. Komm schon, wie? Lass uns verschwinden! Ja, gleich. Nicht mal so schnell, Junge. Gibt's tolle Sachen. Mal alles mitnehmen. Jetzt die Knifte nicht, oder? Komm. Nur überladen, ne? Scheiße. Ich kann auch nicht aufhören, alles mitzunehmen. Es ist ein Fluch. Da waren geheime Dokumente. Ist das eine Schrotflinte? Ich glaube, es ist so eine ähnliche Schrotflinte wie bei. Die sah gerade so, die hat mich an John Wick Teil 1 Mitte des Films, als er die Schrotflinte da hatte. Das sah cool aus. Was ist denn das? Defender. Klingt nach dem, nach etwas, was ich brauche. Ich bin übergeladen. Munition brauchen wir auch. Ich kann nicht anders. Hab ein In-Game-Messi-Problem. Ich muss immer alles mitnehmen. Na komm, wir nehmen eine Spritze, das war leichter. Mirinek, wir haben diese Leute überall rumfliegen. Hinter dem Tor, da können wir reden. Ja, ich hoffe, ich muss jetzt nicht laufen. Ich wette mit euch, die hat uns durchschaut und will den Chip mit dem Geld wieder haben. Weißt du, mir gefällt, wie du arbeitest. Das sollten wir wiederholen. Ich bin überladen, was redest du denn jetzt schon mit mir? Hier, ich will den Typen von vorhin töten. Nichts lieber als das. Da ist er ja. Bis zum nächsten Mal dann wie. So ist die Konzerngötter denn wollen. Oh, ich habe über dein Angebot nachgedacht. Über die Sicherheit meiner Konvois. Wir sind nicht interessiert. Sichert das Areal. Dann nicht. Zeit, dass wir abhauen können. Ey, du Arschloch. Achso, da. Oh, Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ich schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell überladen bin. Gute Arbeit, Jack. Genau. Danke, Jack. Verlässlich wie immer. Dito, wie. Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, nein. Will nur klarstellen. Du weißt schon, wir sind ein gutes Team. Bin überladen. Gefällt, wie wir arbeiten. Mir auch, wie. Mir auch. Hey, sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Und dann lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Ey, luego, wie. Klingt nach einem Plan. Aber auch das machen wir nächstes Mal. Wie sieht's aus, Mr. V? Dann müssen wir noch jetzt mit ihm quatschen. Ab dem Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit dem Militex-Ager? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Sehen Sie an. Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit ein bisschen Gewalt. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Gut, das war die richtige Antwort. Ihr habt ihn besorgt mit ein bisschen Gewalt. So, Level-Ups, wir können Attribute und Vorteilspunkte verteilen. Oioioioi, das machen wir aber nächstes Mal. Die Folge wird schon viel zu lang. Ja, dann, ja,
lasst doch mal einen Kommentar da, ein Abo oder vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.